Millionen Menschen lernen heute weltweit, sich nach der Feldenkrais-Methode achtsam zu bewegen. Der Gründer dieser Methode, die noch heute die Wissenschaft vor ein Rätsel stellt, ist Moshe Feldenkrais. Er starb am 1. Juli 1984 in Tel Aviv an einem Schlaganfall. Das folgende Feature dokumentiert den spannenden Lebenslauf eines Mannes, der einst als Bauarbeiter und Kampfsportkünstler seine Karriere startete. לשים לב מתי האוויר יוצא מן הריאות, בהרכנת הראש או בזקיפתו. ועכשיו, בהרכנת הראש, להקשיב, לראות בעיני הרוח את המרפק הימני, את המרפק ואת האוזן הימנית. Sind Sie mit Ihrer Haltung zufrieden, mit Ihrer Atmung, mit Ihrem Leben? המשתנה. Haben Sie das Gefühl, Sie hätten aus den Möglichkeiten, mit denen Sie auf die Welt gekommen sind, das Bestmögliche gemacht? Ich glaube, die meisten Menschen wissen mehr über ihr Faxgerät als über ihren eigenen Körper, obwohl der menschliche Körper viel interessanter ist. Außerdem, wie lange brauchst du ein Faxgerät? Deinen Körper brauchst du jedenfalls bis ans Ende deiner Tage. עד היום האחרון, ואנשים לא מבינים את זה. Schlimm genug, wenn man mich einen Wissenschaftler schimpft. Aber sogar ein Heiler soll ich sein. Ich glaube in der Tat, dass ich Leuten beibringe, sich selbst zu heilen. Aber ich habe keine heilerischen Fähigkeiten. Selbst wenn ich dir meine Hand 10 Stunden lang auflege, wird sich deine Sehkraft dennoch nicht verbessern. Da kam ein alter Mann, etwas übergewichtig, so ganz langsam in den Raum. Und ich habe ihn zuerst nicht beachtet, bis die ganze Gruppe aufstand und fing an zu klatschen. Und ich bin aufgestanden auch, weil alle klatschen, und stand auf. Und ich habe die Frau neben mir gefragt, naja, wer ist das? Das ist Moshe Feldenkrais. By the way, I believe that talking is rubbish. And therefore I stop talking, would you please lie down? Mr. Hokus Pokus, das abenteuerliche Leben des Moshe Feldenkrais. Ein Feature von Christian Buckhardt. Ein heißer Tag des Jahres 1968 in Tel Aviv. In einem Übungsraum in der Nachmani-Straße sitzen 12 Männer und Frauen an einem Tisch und lauschen den Worten eines weißhaarigen, stämmigen Mannes mit breitem, freundlichem Gesicht und kräftigen Händen, Dr. Moshe Feldenkrais. Die 12 besuchen schon seit Jahren den Gruppenunterricht von Moshe Feldenkrais. Vielleicht das Wichtigste, das man in diesen Stunden lernt, ist das Richten von Aufmerksamkeit an den ganzen Körper und an Teilen des Körpers, so dass Gestalt und Körperhaltung eine besondere Genauigkeit und konkretes Gefühl des Raumes und des Orientierung des Körpers erleben. Jede Stunde wird nur einmalig benutzt, so dass die Erfahrung immer neu ist und niemals mechanisch repetiert wird. Ein Thema in einer Stunde hat von 5 bis 20 Variationen, so dass die Aufmerksamkeit auf den Körper ununterbrochen wach bleibt. Jede Stunde hat ihre besondere Wirkung, die man bereits beim Aufstehen fühlt. Bei diesen Unterrichtsstunden sagt der Lehrer den Schülern, worauf sie achten sollen. Doch an diesem Tag will Moshe keine normale Unterrichtsstunde geben. Heute ist ein besonderer Tag. Moshe raucht. Er wirkt bedrückt. Seit über 20 Jahren unterrichtet er Menschen in der von ihm entwickelten Bewegungslehre. Jetzt hält er den Zeitpunkt für gekommen, sein Wissen an Jüngere weiterzugeben. Rudi Alon, 1930 in Bogotá geboren, ist eine von Moshés ersten Schülerinnen. Jetzt sitzt Ruti Alon in ihrem Haus in einem Vorort von Jerusalem und erinnert sich an den ersten Tag des ersten Kurses.
Die Situation war sehr schwierig für ihn. Er gab uns so eine Art Einführung und sagte, ich werde euch alle meine Geheimnisse verraten. Bisher hatte er ja wirklich sein Wissen geheim gehalten. Moshe will und muss nun beweisen, dass nicht nur er selbst, sondern jeder, der seine Methode beherrscht, in der Lage sein wird, scheinbar unbewegliche und leidende Menschen in Bewegung zu bringen. Manche halten diese Fähigkeit für eine besondere Art der Magie. Also seine Hände waren wirklich, wenn man von ihm bewegt wurde, ja, unglaublich. Fein, genau, also sehr besonders, sehr entwickelt, sehr feinfühlig. Es war schon ein Genuss, seine Hand nur zu berühren. Nach meiner Meinung kam die Heilung zu 90% durch seine Berührung. Ich kenne noch andere Leute, die mit der Feldenkreismethode arbeiten, aber gar kein Vergleich. Die Tel Aviver Journalistin und Übersetzerin Dalia Lamdani war eine sehr gute Freundin Moshes. Sie teilte mit ihm nicht nur die Leidenschaft für gutes Essen, zusammen mit ihm schrieb sie auch eins seiner erfolgreichsten Bücher, Bewusstheit durch Bewegung. Also einerseits schmachtete Moshe nach diesem Kompliment, denn das entsprach genau dem, was er insgeheim über sich dachte. Andererseits widersprach es natürlich ganz und gar der Sache. Die Methode sollte doch das Eigentliche sein und nicht die Berührung durch seine Hände. Pola Ben-Gurion, die Ehefrau von Moshes berühmtestem Schüler, die sich aufgrund ihrer Krankenschwesterausbildung für eine Expertin in allen Fragen der Medizin hält, nennt Feldenkrais nur spöttisch Mr. Hokus Pokus. Ganz Tel Aviv weiß, dass Moshe Feldenkrais den legendären israelischen Staatsgründer David Ben-Gurion seit Herbst 1956 mehrmals die Woche zu Hause unterrichtet. Bevor Ben-Gurion bei Feldenkrais Unterricht nahm, hatte er sich nie mit seinem Körper beschäftigt. Unter Rückenschmerzen litt er bereits seit der Kindheit. Doch jetzt waren sie schlimmer denn je. Zeev Zachor war Ben-Gurions wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kibbutz Debuker. Heute ist er Präsident der Safir-Hochschule in der Negev-Wüste, die immer wieder von Gaza aus mit Raketen beschossen wird. Was Ben-Gurion jedoch am meisten bedrückte, war, dass sein einst legendäres Gedächtnis immer schlechter wurde. Ben-Gurion kam zu dem Schluss, dass körperliche Bewegung der Schlüssel zur Verbesserung geistiger Leistung sei. Und der Guru hierfür war Moshe Feldenkrais. Ben-Gurion war wirklich süchtig nach dem Feldenkrais-Unterricht. Ben-Gurions Rückenschmerzen sind während der Suez-Krise bereits so heftig, dass er seine Reden in der Knesset sitzend halten muss. Die Kabinettssitzungen finden zu Hause statt. Das Energiebündel, das zudem noch unter Bluthochdruck leidet, liegt im Bett und berät sich mit seinen Ministern. Zu Beginn des Unterrichts notiert Ben-Gurion in seinem Tagebuch: Feldenkrais kam wieder vorbei, um mir die Muskeln zu strecken. Noch ahnt der Premierminister nicht, dass es keinesfalls darum geht, seine Muskeln zu strecken. Anna Triebel-Thomé ist Feldenkrais-Lehrerin, ausgebildet in asiatischen Bewegungskünsten und Professorin für Bewegungs- und Bewusstheitsbildung an der Berliner Universität der Künste. Sie hat in den Niederlanden und den USA bei Moshe gelernt. Der Gegenstand der Feldenkrais-Methode ist nicht etwas Vorgegebenes zu übernehmen, egal wie wunderbar, gut und effektiv das ist, ja. Sondern der Gegenstand der Feldenkrais-Methode ist, dass sie ihr ureigenstes Potenzial als Mensch, nämlich das Lernen, entwickeln. Ich bringe Ben-Gurion bei, nicht nur Freude am Zionismus, sondern zum ersten Mal in seinem Leben auch am eigenen Körper zu haben. Ben-Gurion ruht auf einer Liege und ich untersuche mit den Fingern zum Beispiel seine Gesichts- und Nackenmuskeln. So mache ich Ben-Gurion die überflüssige Anspannung bewusst, unter der bestimmte Muskeln stehen, auf dass sich Ben-Gurion von dieser Anspannung befreit. Als der über 70-jährige Ben-Gurion Moshe bittet, ihm den Kopfstand beizubringen, wird das Vergnügen des Regierungschefs zur nationalen Sicherheitsfrage. Die Ärzte sehen sein Leben unmittelbar bedroht und schlagen Alarm. Doch Ben-Gurion winkt ab. Der Feldenkrais ist ja nicht eine spezielle Methode, wo es darum geht, bestimmte spezielle Bewegungen oder Bewegungsabläufe zu lernen, sondern man nimmt die Bewegung als Mittel, um für sich selbst zu lernen. Also diese Erweiterung von Konzepten oder von Möglichkeiten, ja, darum geht es eigentlich in der Feldenkraisarbeit. Wo Sie das anwenden, ist ganz Ihnen überlassen.
Es ist Arbeit am Bewusstsein. To be straight,